Willkommen in der Vespa zu einer neuen Folge Tipps aus der Vespa für die Vespa. Heutiges Thema soll sein die Geheimnisse des Kabelbaums einer V50. Hier gibt es verschiedene Typen von Kabelbäumen mit sogenannter Schließertechnik oder mit Öffnertechnik. Und das wollen wir heute mal in der Folge etwas genauer durchleuchten. Viel Spaß dabei! Der Kabelbau verbindet das Rücklicht, den Bremslichtschalter, die Schnarre, den Lichtschalter und den Scheinwerfer. Zum Schalten der Verbraucher wird die Masterleitung benutzt. Der Schalter liegt parallel zu den Verbrauchern wie Schnarre oder Licht. Schließt man den Kontakt, wird praktisch ein Kurzschluss produziert. Der Strom fließt nun über diese Leitung, die einen geringeren Widerstand hat als der Verbraucher. Diese Art von Schalter nennt man auch Öffner, da erst beim Öffnen des Stromkreises der Verbraucher eingeschaltet wird. Der Kurzschluss wird also aufgehoben. Wenn man sich also den Lichtschalter mal genauer ansieht, kann man leicht feststellen, um welchen Kabelbaum es sich handelt. Beim Kontakt für die Schnarre sieht man schnell, dass es sich hier um einen Öffner handelt. Das schwarze Masterkabel liegt auf Position 1 am Schalter. Aber Achtung, das Ganze funktioniert aber nur, weil die Spannung mittels Induktion, also durch Magnet und Kupferspulen, erzeugt wird. Würde man die Öffnerfunktion mit einer Batterie nachbilden wollen, würden die Kabel bzw. die Batterie in Rauch aufgehen, da die Spannung auf chemischem Wege erzeugt wird. So, jetzt habt ihr was über den Kabelbaum einer V50 gehört. Und ehrlich gesagt, ich weiß nicht, was sich die Leute in Pontedera damals gedacht haben, einen Kabelbaum zu konstruieren, wo man einen Verbraucher mittels Kurzschluss an- und ausschalten kann. Ich habe versucht, dahinter zu kommen. Ich habe recherchiert im Internet und einschlägige Bücher, Hefte und so weiter studiert. Ich habe keine Lösung gefunden. Vielleicht weiß von euch jemand, warum diese merkwürdige Konstruktion gemacht worden ist, damals in den 50er Jahren. Wer eine Idee hat, der kann mir gerne schreiben an info@vespa.de. Vielleicht können wir das Geheimnis ja lüften. Beim neuen Kabelbaum, also dem Conversion-Kabelbaum, wird über das Stromkabel geschaltet. Beim Kontakt für die Schnarre sieht man recht schön, dass es sich um einen Schließer handelt. Die Masseverbindung wird über die Befestigungsschraube am Lenker hergestellt. Einen Kabelbaum kann man auch ganz leicht selber machen. Der hier gezeigte besteht aus zwei Teilen. Der Hauptteil geht also vom Kabelkästchen bis zum Lenkkopf, also zum Lichtschalter. Der zweite Teil geht vom Lichtschalter dann zur Lampe, also zum Scheinwerfer. Der Vorteil ist, beide Stränge sind wesentlich schlanker und können somit leichter eingebaut werden. Als erstes kommt das schwarze Massekabel für alle Verbraucher. Das nächste Kabel geht zum Stopp- oder auch Kehlschalter. Das gelbe ist das stromführende Kabel. Von da geht ein Abzweig zum Bremslichtschalter und ein weiterer Abzweig zur Schnarre. Die Verbindung zum Rücklicht ist meist ein weißes Kabel. Das blaue Kabel ist das geschaltete Kabel fürs Bremslicht. Das grüne Kabel für die Schnarre. Nun folgt der eigenständige zweite Kabelbaum, hier zuerst mit dem Massekabel. Rosa für das Stadtlicht, einem frühen Vorläufer des Tagfahrlichtes in Italien. Braun für das Abblendlicht und lila für das Fernlicht. Zum Schluss werden alle Teilstücke mit Schrumpfschläuchen isoliert und fertig ist der Kabelbaum. Die ursprüngliche Länge dieses Kabelbaums, allerdings mit Öffnerfunktion, betrug etwas über 16 Meter Kabel insgesamt. Durch die Abwandlung, also mit Schließerfunktion, habe ich gut und gerne 4,5 Meter gespart. Die Grafik könnt ihr bei uns per E-Mail anfordern. Schreibt uns einfach an info@vespa.de und wir können sie euch zuschicken.
So, ich hoffe, euch hat das Video ein wenig gefallen. Ihr habt was über den Kabelbaum gelernt, über seine Tücken und Fallstricke. Und wenn ihr Lust habt, schaut mal wieder vorbei zu einer neuen Folge Tipps aus der Vespa für die Vespa. Bis bald, euer Robert.